Mindestens zweimal soll der tatverdächtige Stefan Ernst schon vor dem Mord am Tatort gewesen sein, in den Jahren 2017 und 2018. Mit Pistole in der Tasche sei er zum Wohnhaus von Walter Lübcke gefahren, dann aber wieder umgekehrt. Das geht nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus dem inzwischen widerrufenen Geständnis von Stefan Ernst hervor. Er sei froh gewesen, die Tat damals nicht ausgeführt zu haben. Als er Lübcke schließlich doch erschossen habe, sei das wortlos geschehen. Der Verdächtige Stefan Ernst gab dem Medienbericht zufolge an, er habe schon vor längerer Zeit Lübkes Wohnanschrift recherchiert. Die mutmaßliche Tatwaffe soll sich Ernst schon Jahre zuvor besorgt haben. Angeblich, um seine Familie vor überhandnehmender Kriminalität von Ausländern zu schützen. Der Plan, Lübcke zu töten, sei dann nach und nach gereift. Mit ausschlaggebend könnte laut des Medienberichts eine neue Asylunterkunft in Kassel-Lohfelden gewesen sein. Der ermordete Lübcke verteidigte auf einer Bürgerversammlung die Einrichtung dieser Unterkunft. Da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist Dieser letzte Zwischenruf komme von Stefan Ernst. Das habe der Tatverdächtige eingeräumt, so die Recherchen. Inzwischen tue es Ernst unendlich leid. Niemand solle für seine Worte sterben müssen. Und in Baden-Baden sprechen wir mit unserem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt. Muss man denn nach dem neuen Stand jetzt den Sicherheitsbehörden Versäumnisse vorwerfen? Ja, man muss zumindest genau fragen, wie das eigentlich sein konnte, dass das nicht aufgefallen ist. Das hat ja zwei Ebenen. Die Polizei war phasenweise für den Schutz von Walter Lübcke zuständig, weil man ja sehr klar auch gesehen hat in unterschiedlichen Phasen nach dieser Bürgerversammlung, dass er massiv und wirklich ernstzunehmend bedroht worden ist. Da ist für mich die Frage, war das in dieser Zeit, als dass der spätere Täter schon dort auftauchte, und hätte man das merken müssen? Und man muss dem Verfassungsschutz die Frage stellen, warum man nach 2009 Stück für Stück den späteren Täter aus dem Blick verloren hat. Und beide Behörden, glaube ich, müssen eine Reihe von Fragen noch beantworten. Aber es ist im Augenblick beim derzeitigen Stand noch zu früh, da ein abschließendes Urteil darüber zu fällen. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat heute bezweifelt, dass Stefan Ernst ein Einzeltäter ist. Holger, wie sehen Sie das? Naja, es ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt ein Einzeltäter? Noch dazu für eine Juristin von Ihrem Format ist es ja die Frage, ist das eine strafrechtliche Beurteilung oder eine, sagen wir mal, gesellschaftliche? Nach meinem Eindruck gab es auf jeden Fall ein Umfeld, das ihn bestärkt hat, diese Tat zu begehen. Es gibt ja den Beschuldigten Markus H., dem vorgeworfen wird, ihm das Waffengeschäft vermittelt zu haben. Und mein Eindruck ist, dass er es auch gewesen ist, der überhaupt auf Walter Lübcke aufmerksam gemacht hat und der den späteren Täter mitgenommen hat zu dieser Versammlung. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall von einer jedenfalls moralischen Mitverantwortung zu reden. Ob das Ganze strafrechtlich auch relevant ist, das müssen die Ermittlungen, und das muss dann später das Oberlandesgericht Frankfurt entscheiden. Gibt es denn möglicherweise auch ein größeres rechtsextremes Netzwerk in Nordhessen? Welche Erkenntnisse gibt es da? Also es gibt auf jeden Fall Gruppierungen in Nordhessen, Kameradschaften, kameradschaftsähnliche Gruppierungen aus der Neonazi-Szene, die sehr ernst zu nehmen sind und die sehr gewaltbereit sind. Und das ist jetzt natürlich auch eine spannende Frage für die Ermittlung. Welche Schnittmengen gibt es da? Nach meinem Eindruck ist der Waffenvermittler Markus H. eine Figur, die in diese Szene hineingehört. Und jetzt ist eben die Frage, hat diese Szene an der Tat auch mitgeplant? Haben die da eine Rolle gespielt? Jedenfalls diese Szene und eine Gewaltbereitschaft in dieser Szene, das gibt es. Jetzt heißt es ja, dass Stefan Ernst depressiv wäre. Ist das plausibel oder ist das möglicherweise auch eine Verteidigungsstrategie? Nein, das hat eine gewisse Plausibilität. Er hat ja bis zum Jahr 2009 viele andere schwere Straftaten begangen. Und im Rahmen dieser Ermittlungen ist bei ihm das sogenannte Borderline-Syndrom ärztlich diagnostiziert worden. Und zumindest zu diesem Zeitpunkt lag das ganz klar vor. Nach meinem Eindruck, das, was ich aus Ermittlungskreisen höre, ist auch das Verhalten in der Untersuchungshaft durchaus so, dass man da auch darüber nachgedacht hat, ob das möglicherweise immer noch ein krankhaftes Verhalten sein könnte. Deswegen ist die Abklärung dessen jetzt auch etwas, was die Ermittler beschäftigt. Das ist aber noch kein Hinweis darauf, dass er vielleicht nicht wusste, was er tat. Man kann durchaus eine solche Erkrankung haben und trotzdem völlig verantwortlich sein für das, was man getan hat. Vielen Dank, Holger Schmidt, unser ARD-Terrorismusexperte zum Stand der Ermittlungen zum Fall Stefan Ernst. Dankeschön. Bitteschön.